Hallo zusammen, Freitag, das heißt, es gibt ein neues Skaträtsel. Habt ihr euch denn die Herausforderung des Tages schon angeschaut? Aus guter Tradition werde ich in diesem Video natürlich nicht das tagesaktuelle Rätsel auflösen. Da dürft ihr gerne noch ein bisschen knobeln. Stattdessen schauen wir uns heute Rätsel Nummer 113 an. Wer wagt, gewinnt manchmal. Also wie beim Skat, ein Rätsel der höchsten Schwierigkeit. Warum das so ist, werden wir gleich sehen. Gespielt und als Idee bei mir eingereicht von meiner lieben Frau Susi. Vielen Dank dafür. Du surfst in Mittelhand hart am Wind. Nach der ausgesprochen glücklichen Spieleröffnung hast du unvermittelt eine Chance, obwohl die Trümpfe sogar noch schlecht verteilt sind. Ja, das sind die Geschichten, die Spaß machen. Und was heißt es denn überhaupt, du surfst hart am Wind? Naja, zum Beispiel mit so einem Blatt hier in Mittelhand 18 zu bieten. Ne? Das kleine Teufelchen auf der Schulter macht plötzlich so viel Druck, dass du dich 18 sagen hörst. Also ich habe da tatsächlich immer so einen sitzen, der sagt, Bube, Ass, zwei Buben. Ne? Und logisch, es gibt ja auch drei Buben und drei Asse, die fehlen. Also man kann mal als Versuchsballon 18 sagen. Manchmal kriegt man das Spiel dann tatsächlich und mit dem Kreuzbuben liegt ja jetzt auch tatsächlich eine Verstärkungskarte drin. Das Spiel hat jetzt eine Chance, aber so richtig schön ist das noch nicht. Das liegt unter anderem auch daran, dass wir in Mittelhand sind. In Vorhand würde man mit dem Blatt sicher ein Herz spielen oder könnte man ein Herz spielen, den man gegen eine Normalverteilung mit einem Standardvortrag gewinnen könnte. Ich skizziere das hier mal ganz kurz. Also sagen wir mal ruhig sogar starten mit Kreuzbube, dann Trumpf Lusche hinterher. Dann sollten vier Trümpfe draußen sein. Im dritten Stich Kreuz 7 abwerfen oder bedienen, hoffentlich recht günstig. Im vierten Stich mit der Trumpf 10 stechen. Gehen einfach mal davon aus, dass Pik von den anderen nicht auf den Tisch kommt. Und dann haben wir noch zwei Trümpfe, die Gegner noch zwei Trümpfe. Und wenn eben nicht auf Kreuz direkt schon 21 gefallen sind, dann haben sie auch noch nicht so viel Augen, dass wir jetzt überhaupt auf Trumpf 1:1 verteilt Trumpf rausschieben müssen, sondern dann können wir sogar noch gegen vier Trümpfe in einer Hand gewinnen, indem wir jetzt einfach auf unsere starke Beikarte umziehen, Pik Ass, Pik 10. Müssen dann einfach das Glück haben oder dürfen nicht das Pech haben, dass Pik König noch zu dritt steht. Das meinte ich mit Normalverteilung. Also in Vorhand wäre das ein Herz, der mit so einem Standardvortrag meistens knapp über 60 zu uns geht. Aber in Mittelhand klappt das eben nicht. Da sind wir zu kurz, müssen meistens am Anfang stechen und dann bricht dieses ganze Konzept in sich zusammen. Deswegen in Mittelhand der Pik, denke ich, die korrekte Spielansage. 13 Augen runter, viel drücken, eine viel stärkere Trumpfkarte, vor allen Dingen mit beiden Vollen, die wir verstechen wollen. Und ja, dann eine Chance, das Spiel zu gewinnen, wenn irgendwie Herz auf den Tisch kommt, uns die Herz 10 freigespielt wird. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir aber immer noch die Chance, möglichst Kreuz Lusche irgendwie günstig loszuwerden und dann Kreuz Ass, Kreuz 10, Karo Ass irgendwie diese Vollen einzusammeln mit unseren Trumpfvollen. Also das ist ein ganz anderes Spiel vom Aufbau als der Herz, aber er hat auch natürlich Chancen. So, im ersten Stich kommt Karo Lusche auf den Tisch. Ist natürlich jetzt nicht ideal für uns, andererseits auch ein Stück weit vorhersehbar. Man kann auch hier mit dem Gedanken spielen, mal die Herz 7 abzuwerfen oder die Herz 9. Das ist ein Bluff, der sogenannte asynchrone Abwurf, um in den Köpfen der Gegenspieler ein ganz anderes Bild zu erzeugen, wie unsere Beikarte aussieht. Ne? Meistens wird man in dem Fall dann nämlich die Kreuz Lusche auch noch günstig los und mit Chance wird einem dann eher die Herz 10 hochgespielt. Allerdings, mit 13 Augen im Keller ist sicher jetzt hier auch Kreuz 7 plausibel, denn jetzt sind wir schließlich schon in zwei Farben frei und wollen einfach volle Stechen akzeptieren, dass unsere Karte ein Stück weit verraten ist. Was wir noch nicht wissen konnten, ist, dass hinten Karo 7 fällt. Jetzt ist es an sich wirklich ein sehr glücklicher Stich. Auf 0 Augen sind wir unsere Kreuz 7 losgeworden. Andererseits steht natürlich jetzt auch schon drauf, dass vorne lang Karo hat unterm Ass gespielt hat und mit der Karo 8 ist jetzt auch klar, hinten wird wohl gar kein Karo mehr haben, sonst hätte der da eben nicht die 7 gelegt. Und das wiederum bedeutet, vorne hat sogar 4 Karos. Und wenn vorne 4 Karos hat und so klein unter diesem Ass rumzupft, dann hat der wahrscheinlich wenig Trumpf. Und genauso ist es auch. Also 4 Trümpfe stehen hier links. Und jetzt wird natürlich mit der Karo-Fortsetzung sogar schon geraten unsere Trumpfvollen sogar schon so ein bisschen unter Beschuss. Also ja, jetzt braucht man schon ein sehr glückliches Händchen, um dieses Spiel zu gewinnen. Tatsächlich gibt es aber noch mehrere Wege und davon wollen wir uns zweimal anschauen. Trumpf 10 führt nämlich tatsächlich auch noch zum, oder kann immer noch gewonnen werden, obwohl die überstochen wird. Aber natürlicher ist, denke ich, wenn man jetzt hier nur mit der Trumpf Dame sticht. Und das können wir uns zunächst mal anschauen. Okay, wir bleiben am Stich.
Karo Bube, eine recht natürliche Trumpffortsetzung. Wir wollen, wenn es geht, in Hinterhand kommen. Das gelingt auch. Ja, dann kommt Kreuz auf den Tisch, wenig überraschend. Damit ist unser Blatt jetzt endgültig verraten. Nach diesem Einstich ist klar, dass wir nur noch Herz haben. Und jetzt dürfen wir auch keinen Trumpf mehr nachspielen. Es stehen eben 3 Trumpf 4 beim Spieler links. Das wäre zu leicht, das Kreuz Ass dann zu versenken. Und deswegen müssen wir jetzt schon in Herz greifen. Und jetzt kommt hier der spannende Moment. Mit einer Herz-Lusche werden wir scheitern. Das liegt daran, dass natürlich geschnippelt wird. Herz-2-2-Verteilung ist, denke ich, inzwischen sowieso klar eine Siegvoraussetzung, dass wir noch gewinnen können. Problem ist jetzt, es kommt eben der Spieler rechts ran. Wir sind wieder in Mittelhand auf den nachgespielten Karo, kann überstochen werden. Und jetzt auf den Trumpfrückschieb fliegt eben diese Herz-Dame weg, löst die Herz-2-2-Verteilung auf und ermöglicht es jetzt den Spielern, das Kreuz-Ass so leicht unterzubringen. Und jetzt fehlt eben noch sowohl Kreuz-10 als auch Karo-Ass. Wir können hier entweder auf 60 abwerfen oder wenn wir stechen, haben wir nur 59 und die Gegner kriegen noch Herz-10, Trumpf-Lusche und Karo-Ass. Karo-Ass fehlt noch. So, also das funktioniert nicht. Das ist das Problem diese Auflösung des Herz-2-2-Standes. Und das können wir genau verhindern, wenn wir jetzt hier die Herz-10 rausspielen, was natürlich ein Stück weit nicht erstmal super intuitiv erscheint. Was können wir damit gewinnen? Nun, wir geraten zunächst in Hinterhand und es wird auch dann Herz wieder zurückgespielt, sodass wir wieder in Mittelhand kommen. Aber es sind jetzt eben die Herzen aufeinander gefallen und es ist dem Spieler rechts nicht gelungen, den Herz abzuwerfen und damit wird am Ende des Spieles das Kreuz Ass unsere Beute und zwar die entscheidende Beute. Karo Ass dürfen wir nur klein stechen und wenn wir jetzt genau aufgepasst haben, wissen, hier sind noch 2 kleine Trümpfe oder das auch nicht wissen, aber wir haben die 49 gezählt. Jetzt können wir auf Kreuz 10 noch die Herzlusche abwerfen und gewinnen tatsächlich hier mit 61, weil wir hinten raus noch richtig fette Beute machen und das Kreuz Ass uns reinlutschen. Ja, das war der eine Weg auf 61 und der ist ja schon spektakulär genug. Am Tisch sicher nicht zwingend zu erkennen, was hier das Problem mit einer Herz-Lusche ist. Deswegen ja auch ein Rätsel der höheren Schwierigkeit. Das kriegst du nicht mal, wenn du die Verteilung kennst, ohne Probleme auf die Kette, was zu tun ist. Trotzdem gibt es eben auch noch diesen zweiten Weg, den ich euch nochmal zeigen möchte, um die Geschichte abzurunden. Selbst wenn wir eben im zweiten Stich die Pik 10 drauflegen, nach dem Motto, die ist ja irgendwie sowieso gefährdet und vielleicht glauben wir ihm das auch noch nicht genau mit dem Karo, vielleicht hat er sich vertan, was auch immer. Wir legen die Pik 10, dann ist jetzt immer noch ein Sieg möglich. Okay, Kreuz kommt, ja, jetzt sollten wir schon stechen. Und wir haben tatsächlich interessanterweise jetzt hier sogar mehr Möglichkeiten als in dem Verlauf vorher. Hier müssen wir nicht mal diesen Zauberzug Herz 10 bringen, der reicht zwar auch, sondern wir können auch jetzt hier zum Beispiel Herz Lusche spielen. Klar, jetzt kommt Herz, jetzt kommt das Karo Ass. Beim Karo Ass müssen wir jetzt genau präzise treffen. Karo Bube und jetzt ist eben das Entscheidende da, der eine Trumpf, der beim Spieler rechts sitzt, der Trumpf König ist. Nur deswegen gewinnen wir hier quasi das Spiel, also auch das mit verdeckten Karten nicht zwangsläufig erkennbar. Dann müssen wir jetzt aber genau auf diese Chance auch hier mit der Trumpf 7 stechen, können hier wieder einmal Herz rausspielen, gut, Kreuz Bube direkt wäre auch noch möglich, also hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Kreuz 10 wird gestochen und jetzt sammeln wir eben hier noch einen König ein, Pik König, auch wenn wir Herz 10 spielen, gewinnen wir dann, kriegen wir von da entweder Pik-König oder eben Karo-König und haben auch so 61. Ja, da sind also auf verschiedenen Wegen 61 in der Partie drin. Trotzdem natürlich schwer drauf zu kommen, aber was haben wir hier? Rakete, du hast es gepackt. Susi und Strolch Daniel sind stolz auf dich. Also klopft dir bitte einmal kräftig und anerkennt auf die Schulter. Das sind eben, wie gesagt, diese Spiele, die Skat so interessant und spannend machen. Das sind die Geschichten, die du erzählen kannst. Ich habe gar nicht so dolle gefunden. Das Spiel war eher so eine Kategorie schwierig bis herausfordernd. Und dann sitzen noch alle Trümpfe dagegen und trotzdem irgendwie geschafft, das Spiel zu gewinnen. Manchmal gewinnst du ja solche Scherbenhaufen dann plötzlich auch mit 80 Augen. Ja, und das macht dann einfach gute Laune. Und dann hoffe ich, dass euch das Video hier auch gute Laune gemacht hat, dass ihr viel Spaß beim Knobeln habt. Wünsche euch ein schönes Wochenende und wie immer, gut Blatt.